So, da bin ich hoffentlich wieder zurück. Mir ist gerade nämlich während des Ladens irgendwie das Spiel hatte Probleme und hat damit mein Aufnahmeprogramm gekillt. Ich hoffe mal, dass es jetzt wieder normal läuft. Naja, wenn nicht, ist dann. Ich hoffe mal, dass es läuft. Jetzt fehlen mir die Worte. Also, was bringt einen leicht aus dem Konzept? Ja, wir waren sowieso hoffentlich gerade bei einem Cut-Zeitpunkt. Also dürfte das jetzt nicht so schlimm sein, vor allem weil es ja auch während eines Ladebildschirms war. Na, kriegen wir schon irgendwie hin. So, wir rasten jetzt. Dann schnappen wir uns Sagani. Und dann geht es Richtung Windwallschlucht oder Sturmwindschlucht oder wie auch immer diese Schlucht da heißt. Und dann von da aus weiter nach Dürfurt. Währenddessen darf Kanna hier zu Hause das Ruder übernehmen. Ja, das Laden ist heute irgendwie träge, muss ich zugeben. Aber ich hoffe mal, dass das beim nächsten Mal dann besser wird. Ich weiß auch nicht, woran das liegen kann. Okay, ich habe schon mal einen Cursor. Sehr schön. Das hat geklappt. Gut. Ach ja, rasten. Überleben, Wissen. Nehmen wir wieder Überleben. So. Gruppeneinteilung. In der Gruppe. Sänger in der Gruppe. Anheuern möglich annehmen. So. Da müssen wir wieder unsere Einstellung hier vornehmen. Du kannst ruhig eins aufrücken. Oh, ist alles richtig eingestellt, sehr schön. Ja, ist okay so. Was sagt unser Bauvorhaben? Das sagt 11 Stunden noch. Was könnte, bis wir bei der. Ah, hier hätten wir auch Gruppenverteilung. Sturmwallschlucht. Okay, 20 Stunden, da ist das auf jeden Fall fertig. Und in der Sturmwallschlucht gibt es ja für uns noch auch ein paar Sachen zu erledigen. Hoffentlich ohne, dass uns die Schmelztiegelritter an die gurgeln wollen. Ja, hoffentlich. Dumm die Dummen. Gefolgsmannszahltag. Insgesamt bezahlter Lohn 250 KP. Händlerstättebau abgeschlossen. Gefolgsmannszahltag. Okay, das heißt, der ist nicht jedes Mal. 250. Ah, wahrscheinlich alle 5 Tage. Das könnte Sinn machen. So, Händlerstände sind gebaut. Das heißt, das sind alles Innenhofausbauten. Die kommen als nächstes dann. So,
bald wird die Sachen, die können hinten angestellt werden. Jetzt werden erstmal die Waldlandpfade und dann die Innenbauten gemacht. Waldlandpfade dürften genug Sicherheit ja bringen. So. Itomak aktiviert tierischer Gefährte Kampfmodus. Okay. Wir sind. Okay, das ist ein bisschen verbuggt. Hier sieht man, kann man die Ränder erkennen. Ist aber auch nicht weiter schlimm, hoffe ich mal. Siedlerpfeil. Dorf Dürfurt können wir von hier aus nicht erreichen. Wilde Druiden. Wow. Okay, das sind gerade ziemliche Frame Drops durch die Blitze wahrscheinlich. Au. Okay, es wird wieder besser. Oh. Palegina, heil dich mal lieber. Okay. Puh. Oh, nette Sachen. Geld. Das ist ein Trank des unheimlichen Schützen, Sagani. Und weg mit dem Rest. Boah, ich muss ehrlich sagen, das leckt gerade ein bisschen. Viel. Trank der kleinen Ausdauer. Du hast die Regenerationstränke bei dir, ja. Und du hast die Fallen, die wir entschärft haben. Ah. Adolf hat den Ring noch gar nicht angelegt. Na, übrigens hat den Ringslot gehört und nicht in den Gürtel. Und Sagani, Matrosen vom weiten Wasser. Nein. Tu das mal lieber weg. Das sieht komisch aus. So. Die haben da den Löwen erlegt. Okay, das mit den Framedrops gerade eben war schon ein bisschen übel. Ich hoffe, das bleibt uns jetzt erstmal erspart. Für den Rest der Reise. Was uns alles töten will, das ist ja unfassbar. Von hier aus kommen wir auch nicht nach Dürfur. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich der Straße. Ah, wilde Löwen. Zu eurem Pech haben wir zwei Waldläufer in der Gruppe, die sind spezialisiert darauf, Löwen zu jagen, oder Tiere zu jagen, besser gesagt. Und tut uns leider sehr leid. Noch ein Löwe. Ein älterer Löwe sogar. Und ein normaler Löwe. Das ist fast schon ein bisschen unfair, aber hey, die greifen uns an. Normalerweise lasse ich Tiere ja eigentlich in Ruhe, ohne Pilgerkrone. Moment, gab es nicht irgendeine Waffe? Die wir mit einer Pilgerkrone aufwerten wollten. War das Gerechtigkeit? Nein, du hast schon Qualität. Dich könnten wir aufwerten mit der Pilgerkrone. Schildabwehr? Hm. Oder könnten wir hier was?
Dich haben wir schon aufgewertet. Ja. Beschädigend? Ich möchte aber eher außergewöhnlich draus machen. Ja. Und dich haben wir auch schon gut gemacht. Und dich auch. Nur dich nicht. Dich könnten wir Schildabwehr. Ja, das wäre... Machen wir das mal. Für außergewöhnlich brauchen wir nämlich ein Hirn. Oder wollten wir dir bessere Qualität geben? Dafür hätten wir 2 Pilgerkronen gebraucht. Oder hierfür. Ja. Dann könnte er auch meinem Nahkampf helfen, wenn es sein muss. Aber im Augenblick nicht. So, hier können wir nach Dürfurt reisen. Wollen wir aber erstmal nicht. Ich gehe jetzt erstmal den Weg nach Süden hier an der Stelle. Oh, das sind viele Löwen. Warum greifen jetzt schon die Löwen alle auf an? Ja, hau alle und flieg mal um. Genau, sonst stirbt er mir nämlich noch weg. So. Oh, und ich habe Kanna nicht dabei, dass er alle heilt. Sure. Mhm. So, hier wäre der Weg. Der normale Weg in Richtung Dürfurt. Aber wir haben jetzt schon normale Wege. Oh Gott. Ein Soldat mit einem Flügelhelm. Eine Löwenhaut. Okay, hier wäre der Weg nach unten. Hivaris. Ein neues Gruppenmitglied. Ein kleiner Orleaner in zerlumpter Kleid, der auf einem Stück rohem Fleisch herumkaut, murmelt eine Begrüßung für mich mit seiner Hand. Trotz seines zufriedenen Lächelns ist der obere rechte Teil seines Gesichts schlimm zugerichtet. Er trägt eine Augenklappe mit einem eingestickten stilistischen Augapfel. Okay. Und sein eines Ohr ist nur ein verstümmeltes Überbleibsel, das zuckt und krampft. Während das andere Ohr sich munter aufstellt, dass du dich näherst. Neben ihm ist der Kadaver eines Hirsches auf dem Boden ausgebreitet, der aussieht, als sei er von einem Bär oder Wolf zerrissen worden. Neben dir hörst du ein gurgelndes Gemurmel. Sagani legt sich hier ihre Hand auf den Bauch. Ihr Blick rührt immer noch auf den Tierkadaver. Immer noch frisch. Itumak hängt seine rosa Zunge aus dem Mund. If this is your deer, you need a new game warden. Name's Heravius. Hungry? I can't eat all this. First catch of the day, help yourself. Wenn das dein Hirsch ist, brauchst du einen neuen Jagdaufseher. Er lächelt, wobei ihm Sehnenstücke von seinen blutigen Lippen baumeln. Hivaris heiße ich, sagt er, wobei sein gutes Auge funkelt. Hungrig? Der ganze Hirsch wird mir zu viel. Er geht einen Schritt zurück, wobei er die Arme ausbreitet und dir den Kadaver präsentiert. Erster Fang des Tages, greift nur zu. Was hat diesen Hirsch getötet? Though looking at the deer's insides, it had a malformed but delicious heart and would have been dead within the year regardless. Er kichert und kratzt sich am Stummel seiner zur Hälfte abgetrennten rechten, Ohres. Ein widerspenstiger Stelger. Als ich mir die Innereien des Hirsches ansah, fiel mir das deformierte, aber köstliche Herz auf. Es wäre ohnehin ja innerhalb eines Jahres daran verendet. Gallowayne chose a fitting end for this fine animal. Pardon me, I shouldn't pray with my mouth full.